Von der Firma Petroy habe ich einen Bausatz von einem Bittl genannten elektromechanischen Vierbeiner erhalten. Ganz im Sinne von How Open Is This Gadget ist dabei, dass sich auch die Firma Petroy der Open Source Philosophie verbunden fühlt. Wie alle Roboter von Petroy läuft auch der Bittl mit einer Open Source Firmware und kann per Open Source Software betrieben und programmiert werden. Die Hauptplatine basiert auf einem Arduino Uno Klon und kann daher ganz einfach mit der Arduino IDE programmiert werden. Zielgruppe sind neugierige Menschen, die schon ein wenig Erfahrung im Programmieren haben, aber nun tiefer in die Welt der Bits und Bytes eintauchen möchten. 9 Servos machen den Roboterhund mobil. Die im Internet erhältliche Bauanleitung ist sehr ausführlich, womit der Zusammenbau recht zügig gelingt. Dazu nur zwei Anmerkungen meinerseits. Erstens, seht euch die Baustufenfotos ganz genau an, dann gelingt der Zusammenbau schneller. Ich habe gehuddelt und musste so reichlich jede Schraube mehr als einmal reindrehen. Der zweite Punkt betrifft den doch etwas klein geratenen Schraubendreher, mit dem es etwas knifflig ist, die Schrauben mit selbstschneidendem Gewinde einzudrehen. Zumindest das geht beim zweiten Mal aber einfacher. Auch zur Inbetriebnahme gibt's auf den Seiten von Petroy ausführliche Anleitungen. Wer nur rumspielen möchte, kann den Bittl per Infrarot-Fernbedienung oder per Smartphone-App und Bluetooth ein paar vorprogrammierte Kunststückchen vorführen lassen. Schlecht an der Smartphone-App ist, dass von dieser der Quelltext nicht veröffentlicht wird, gut, dass zumindest keinerlei Registrierung auf irgendwelchen Servern zur Nutzung erforderlich ist. Die 9 zur Bewegung der Gelenke nötigen Mikroservos sind nicht komplett Standardware, denn das Gehäuse ist aus Platzgründen für den Roboterhund an einer Seite abgeschrägt. Ein Blick auf das Innenleben zeigt ein stabiles Metallgetriebe, womit die Antriebe eine hohe Lebensdauer haben dürften. Das Design der Gelenke ist außerdem so gestaltet, dass Überlastungen im wahrsten Sinne des Wortes abgefedert werden oder Teile einfach wieder eingerastet werden können. Für den Fall der Fälle können Ersatzteile auf der Herstellerseite erworben werden, womit auch Reparaturen ganz im Sinne von Open Hardware durchgeführt werden können. Hier ist aber alles gut gegangen, obwohl Bittl sich aus ca. 80 cm Höhe auf die harten Fliesen gestürzt hatte. Für Ach, ist der süß, ist der Roboterhund eigentlich zu teuer und wird relativ schnell langweilig. Wer allerdings tiefer in die Welt des Physical Computing eintauchen möchte, kann ein langes Forscherleben mit dem Verstehen aller zum Betrieb des Bittl nötigen Bits und Bytes verbringen. Als eingefleischter Fan des Arduino-Ökosystems und des Keep It Simple-Ansatzes freut es mich, einen Atomega 328P auf der Hauptplatine zu sehen. Im Gegensatz zum Arduino Uno ist allerdings keine USB-Schnittstelle integriert. Diese liegt als externe Platine bei und muss lediglich auf das Mainboard gesteckt werden. Wer es kompliziert mag und mit dem geringeren Funktionsumfang leben kann, verbindet die Arduino IDE über das WLAN-Modul. Ist die Verbindung zum PC hergestellt, so kann mit der Programmierung losgelegt werden. Natürlich muss man nicht die komplette Firmware von Grund auf selber schreiben, denn das haben fleißige Programmierer bereits gemacht und den entsprechenden Arduino-Sketch als Download zur Verfügung gestellt.
Unter Verwendung dieser Codebasis kann man aber die Ideen hinter der Firmware Schritt für Schritt nachvollziehen. Einfache Bewegungsabläufe können mit relativ wenigen Änderungen am Basiscode geschrieben werden. In der Dokumentation zu Bittl gibt es ein entsprechendes Kapitel, um dem neuen Hund neue Tricks beizubringen. Für Anfänger in Sachen Programmierung ist der Bittl allerdings nicht geeignet, dafür ist die nötige Software doch viel zu komplex. Man muss schon eine gute Portion Basiswissen mitbringen, um selbst mit den Anleitungen von PTOY zu verstehen, wo welche Änderungen in der Firmware was genau bewirken. Kernelemente der Firmware Schritt für Schritt ein wenig umzuschreiben vermittelt jedoch ein sehr tiefgreifendes Verständnis bezüglich der Funktionsweise der Software. Selbst eine Amöbe kann auf ihre Umwelt reagieren und hier handelt es sich immerhin um die Nachbildung eines höheren Lebewesens. Sensorinput muss also her und den bietet der Bittl in Form eines Beschleunigungssensors und Gyroskops Typ MPU6050. Damit kann Bittl reagieren, wenn er aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Oder sich auf den Bauch legen, wenn er zu kippen droht. Ist man willens, tief in die Programmierung einzusteigen, so ist der Roboterhund jeden Cent seines Kaufpreises wert. Aktuatoren und Sensoren aufeinander abzustimmen ist ein sehr spannendes Themenfeld, das neuerdings mit dem effektheischerischen Begriff Machine Learning umschrieben wird. Der Bittl hat alles, um sich das entsprechende Wissen anzueignen und das mit simplen RC-Hobby-Servos. Die Bewegungen sind nicht ganz so geschmeidig wie die der Rassehunde von Boston Dynamics, aber ich war erstaunt, welche Tricks der kleine Pinscher dank der vielen Hundetrainer weltweit bereits vorführen kann. Der wichtigste im siliziumbasierten Hundehirn implementierte Instinkt ist, immer wieder aufzustehen, wenn doch mal was schiefgelaufen ist. Weitere Infos und viele hochaufgelöste Fotos von Bittl gibt's auf der Webseite von How Open Is This Gadget. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!